Von Natur aus ist Landschaft vielfältig. Der Menschenlebensart ist aus natürlicher Vielfalt entstanden. Sie ist in jedem von uns als Erbe der Natur angelegt. Unsere Erwartung an Landschaft ist Vielfalt. Aber unsere moderne Landschaft bietet uns diese Vielfalt nicht mehr. Wir sehen Mais- und Getreideäcker. Wir sehen Wiesen mit ganz wenigen Pflanzenarten darauf. Weideland weist ebenfalls nur wenige Arten auf. Und auch hier an diesem Wegrand sind es vielleicht 2 bis 5 Arten. Und doch, nebenan, wie traumhaft ist Fülle. Aber dann wieder der Blick in die Landschaft, wie hier über die ostwestfälische Muschelkalkplatte Richtung Weser. Intensiv genutztes Weideland, eine große Schafherde, also eine Weidetierart, nutzen Grasland, auf dem vielleicht 5 bis maximal 10 Pflanzenarten stocken. Es ist also ein sehr armes Futter, was die Tiere dort vorfinden. Absolut nicht natürlich. Und wenn wir entlang dieses Feldweges schauen, der warum eigentlich asphaltiert ist, dann sehen wir auch hier blanke Monotonie, gemulchte Monotonie, 2 bis 5 Pflanzenarten, bestenfalls. Die in uns Menschen angelegte Vielfalt kann niemals durch äußere Monotonie verloren gehen. Sie ist in uns allen vorhanden, es gilt nur einfach, sie wieder zu entdecken. Und dazu weist jede Landschaft Refugien auf, so wie dieses hier bei Höxter, ja, bei Offenhausen, hier an einem Berg gelegen. Da wird uns klar, die Zeit ist reif, dass diese Fülle wiederkommt. Aus den kleinen Speisungsresten gewissermaßen ist hier alles noch da. Vielfältige Gärten können hier sein. Wer auf diese Weide guckt, sieht über einen Garten hinweg wiederum in die monotonisierte Agrarlandschaft. Aber wenn wir genau hinschauen, und das werden die nächsten Bilder zeigen, dann ist in dieses alte Weideland eine Fülle an kleinen Gartenbereichen integriert. Eine Permakultur, die vielleicht noch nicht einmal diesen Namen haben muss. Monotonie vis-à-vis Fülle, das ist das, was wir vorfinden. Überall in Europa kann die Fülle sofort wieder einkehren. Es ist alles noch da, es ist auch alles bereit. Nur die Menschen müssen damit anfangen. Im Folgenden zeige ich also Bilder aus dieser Landschaft in Ostwestfalen mit Böden aus Lös, zum Teil lehmig und zum Teil kalkig, mit Spuren alter bäuerlicher Nutzung und immer noch mit einem ziemlich reichen Bestand an Honigbienen und Schmetterlingen. Und mit den folgenden Bildern gehen wir einfach durch diesen Garten am Berg, wo von der Mohrrübe über den Sellerie, die Kartoffeln, den Buchweizen, wie hier im Bild, sogar recht schön Fruchten schon. Und eine Fülle weiterer Nutzpflanzen direkt vernetzt mit Kalkmagerrasenbeständen genutzt werden, sich gegenseitig ergänzen, indem Bestäuber hier tätig sind, die einfach aus dieser Fülle schöpfen. Und wie man sieht, war eben hier tatsächlich bis vor kurzem Weideland. Die Tiere haben natürlich auch ihre Exkremente dort gelassen, aber es ist fast nichts mehr davon zu sehen. Wie eben im Bild gibt es dort Flächen, die auch offengelegt werden. Da werden dann Obstbäume gesetzt, wie eben eine solche Birne, und es wird gemulcht.
Und direkt daneben gibt es Fransenänschen. Kalkmagerrasen, Pflanzen und Tiere, wie zum Beispiel auch diese Weinbergschnecke, fühlen sich hier außerordentlich wohl. Bulte aus Ameisen sind besiedelt von Thymian. Der wiederum bietet so manchem Pläuling besten Lebensraum. Obstbäume, Bienenragwurz, Fransenenzian dicht nebeneinander. Das passt alles zusammen. Kartoffeln holt der Herr dieses Berges in reicher Menge heraus, ebenso wie Mohrrüben, Schwarzwurzeln und allerlei Kräuter, Petersilie, Schnittlauch, Tausendgüldenkraut für Tee. Und hier werden die Kapseln von Bienenragwurz berührt, sodass sie ihre tausende kleinen Samen in die Landschaft geben. Direkt neben Apfelbaumarten, soweit ich mich erinnere, haben wir mindestens 12 verschiedene Apfelsorten, erstklassige Kultursorten, vom Grafensteiner über den Boskop, vom Berlepsch und anderen. Und eine ganze Reihe von Kulturbirnen. Die wurden hier erst seit ungefähr 2008 bis 2010 gepflanzt. Wo das Land noch bewaldet ist oder bebuscht ist, gibt es mehr oder weniger durchgewachsene Obstbaumbestände, hier mit frischem Grafensteiner zu Boden gefallen. Und die Schmetterlinge, wie beispielsweise dieser Admiral, freuen sich außerordentlich über das am Boden verrottende Obst. Schlehen, Rosen, Weißdorn, verschiedene Sorten, auch verschiedene Brombeeren, wie diese hier, bilden ein Früchte- und Kräuterparadies. Jetzt im September sind die Bäume obstschwer, der Boskop hängt tief zu Boden, dort wo im Frühjahr die Natternzunge als Farn spurt. Auch die Mispel, Mespilus germanica, kommt hier zum Zuge, ein selten gewordenes Obst, das an vielen Standorten wieder gebracht werden sollte. Mehrere Baumexemplare von Äpfel waren eben zu sehen und ein mächtiger Weißdorn darin. Dieser Quittenbaum will gestützt werden. Die Golddistel sitzt wieder im Offenland. Die Bodenmächtigkeit beträgt hier vielleicht 40 cm über Kalk. Kirschbäume, Apfelbäume, Birnbäume und dort, wo die Hecken sind, natürlich auch Eichen, aber auch Wein, Kulturwein und Walnüsse gedeihen. Walnussbäume, die nicht älter als 10 Jahre alt sind. Und hier wurde gemäht. Gras wurde gemäht und reichlich Mulch gesammelt. Der Mulch dient dazu, Bäume vor Austrocknung, vor allem junge Bäume vor der Austrocknung im Sommer zu schützen. Er dient aber auch dazu, Unterschlupf zu gewähren für Feuersalamander, die hier vom nahen Bach hochklettern. Und er dient dazu, beispielsweise Kartoffeln einfach auf den rohen Boden zu legen, abzumulchen und die Ernte einzufahren. Natürlich gibt es auch Blumen aus dem Garten wie Astern. Und was wir hier sehen, ist ein ziemlich abgeflogener Kaisermantel, ein Kaisermantelweibchen. Silberstrich wird diese Art auch genannt. Früher extrem häufig. An jedem Weg zu sehen, findet sie heute nur noch, bezogen auf diese ostwestfälische Landschaft, vielleicht auf 5% der Landesfläche. Lebensraum. Bulte sind vorhanden. Auch die Bulte werden übrigens gerne vom Feuersalamander genutzt. Solche Gärten bieten ständig erstklassige Möglichkeiten, Schnittblumen für zu Hause zu sammeln. Und eben dann hier auch wieder so ein intensiver Garten. Das sieht doch, weiß Gott, aus wie ein richtig dichtes Gemüsebeet. Aber man sieht auch, wo es
eingebettet ist zwischen Klematis und hier, wird mal drunter geschaut, ob da vielleicht gerade außer Schnecken noch ein Feuersalamander sitzt. Der nahe Wald war einmal ein Hutewald. Er befindet sich nicht mehr im Ortsbesitz und er war mal sehr viel lichter. Davon zeugen Orchideen, die mitten im Wald wachsen und jährlich blühen. Ich beobachte das seit 1993. Und wo er kann, darf der Wein in die Bäume hinaufwachsen. Hier sind die wunderschönen Trauben bereits reif. Und man sieht das Ambiente, worin diese Trauben gedeihen. Landnutzung ist von Natur aus gemeinschaftlich und deshalb nachhaltig. Das will sagen, mit monotoner Landnutzung werden wir die Fülle für alle nicht annehmen können, die die Landschaft im Potenzial bietet. Die Landschaft ist bereit, die Zeit ist reif. Wir können die Monotonie verabschieden. Dazu regt dieser Film an. Ich bin meinen Freunden hier in Ostwestfalens Ofenhausen Höxter sehr dankbar dafür, dass wir jährlich mehrfach durch diese Landschaft streifen können und schauen können, wie alles, was gepflanzt wurde, früher schon vor Jahrzehnten und auch zu unserer Zeit vor wenigen Jahren gedeiht, wie Schmetterlinge dazukommen, Käfer und erstklassige Gemüse, Früchte, Nüsse und Wurzeln für unseren täglichen Essenstisch. Ich berichte darüber in Seminaren. Es gibt das Forum www.gleiswechsel bei wordpress.com und es gibt www.haliotisport ebenfalls bei wordpress.com. Die Webseiten werden im Kommentar zu diesem Film benannt. Man kann ja auch auf diesen Film antworten, dazu ermuntere ich herzlich. Ich freue mich über Resonanzen, auch über Kritik und gerne treten wir dann in gedanklichen Austausch, machen Praktika zusammen oder treffen uns sonst wo auf dieser Welt. Ich wünsche auch viel Spaß mit anderen Filmen auf diesem Kanal Natur und Mensch und bin froh, dass YouTube diese Möglichkeit bietet. Tschüss, Adeus.